Ich bleib mal bei Sachen, die man aufpusten muss und okay. möglicherweise. Ja. Ich mache jetzt mal die Klammer zu dem Whirlpool, den ich im Garten stehen habe. Mhm. Das ist hier so ein Objekt von der Marke Intex. Die machen so allerlei solche aufblasbaren Luftmatratzen, Pools und solche Sachen und sowas. Und ich habe hier dieses, gibt es ganz viele Modelle, die so ähnlich aussehen. Es sieht alles furchtbar aus, also schön ist er nicht und so. Und ich mache den jetzt hier die Klammer zu, weil der ist jetzt auch durch. Der ist jetzt fertig, der ist nämlich kaputt. Mhm. Also geht noch so, aber nicht mehr schön. Und zwar, der ist jetzt, glaube ich, 4 Jahre im Einsatz gewesen oder so. Mhm. Und der macht sehr große Freude, der braucht sehr viel Strom, aber das passt schon, ja, das ist so kann man sich mal gönnen, je nach Strompreis, wenn man möchte, kann man natürlich auch eine Zeitsteuerung mit seinem Tarif reinklicken, wenn man sowas hätte, ja. Wenn man den aufheizt, weil das Wasser bleibt auch sehr lange warm und das Wasser holt auch ein bisschen Wärme aus der Sonne sich nochmal raus und den kann man halt so auf ungefähr Körpertemperatur einstellen und dann ist es relativ angenehm, auch wenn es draußen kalt ist. Ja. 36, 37 Grad und dann ist das ganz hübsch. Nicht zu lange drin bleiben, weil dann ist man irgendwann auch durch, so wie der Hummer im Topf. Ja. Kann man den dann irgendwie auch kalt stellen und dann so Cold Plunge machen? Oder? Du kannst den auch einfach nicht heizen, dann ist der cold. Ja. Ja. Also in Finnland garantiert, aber da ist es ja wahrscheinlich, da musst du doch nach der Sauna, musst du doch sowieso kaltes Wasser, oder? Ja, klar, natürlich, natürlich. Ja, und das Ding ist jetzt, mehr als diese 4 Jahre hätte der auch nicht durchgehalten und die Ersatzteilpreise sind so ungünstig, dass du dir auch nichts ersetzen möchtest, weil der besteht aus diesem Aufpustebecken quasi und das hat so Rippchen an der Seite, damit das die Form bewahrt und die sind jetzt alle aufgeplatzt an einer Seite. Das sieht so lustig aus, weil er so aussieht, dass er einen Bierbauch. Ja, also vielleicht ist er auch schwanger, vielleicht kommt so ein Babypool irgendwie rausgefahren. Ja. Aber der ist jetzt an einer Seite, ist er bauchig geworden und wird an der Stelle auch immer flacher und dann kommt da das Wasser raus. Und weil das Überdruckventil nicht funktioniert hat, der hat eigentlich ein Ventil drin, wenn du es zu voll aufpustest und dann kommt die Sonne dazu und das pustet sich weiter auf, dann sollte das Ventil aufmachen. Stattdessen haben diese Nähte nachgegeben und ist da aufgeplatzt. Und jetzt ist aber zusätzlich dazu das Ventil auch kaputt. Das heißt, das lässt auch Luft raus. Sehr gut. Glücklicherweise bleibt er auch ohne Luft stehen. Dann ist er aber nicht mehr so spaßig. Ja. Außerdem hat die Sonne den Deckel kaputt gemacht. Das Material verträgt die Sonne nicht so gut, was für ein Outdoor-Pool so ein bisschen. Okay. Ja. Mhm. Und der hat halt zusätzlich zu der Heizfunktion hat die Pumpe auch noch so einen Whirlpool-Modus, wo sie Luft reinpustet und dann blubbert es ein bisschen und du kannst diese gleiche Pumpe aber auch verwenden mit so einem Adapter, um dann den Pool aufzupumpen. Also das korrekt. Lässt den Whirlpool pusten und dann pustet er, wenn du den Schlauch dran gesteckt hast, halt auch den Pool auf und so. Und insgesamt ist die Verarbeitung nicht so super. Das ist so eine Ami-Firma made in, weiß nicht, Philippinen oder sowas. Ist nicht so richtig nice. Die Pumpe, die röhrt auch so ein bisschen, die ist so ein bisschen, manchmal läuft die nicht ganz rund. Mhm. Man muss sich immer ein bisschen drum kümmern mit dem Chlor und dem Chemiezeug. Filter austauschen und solche Sachen. Das ist alles nicht teuer. Es gibt so Zubehör, gibt es noch so Brettchen, wo du dann irgendwie ein Getränk und ein Telefon ablegen kannst an der Seite. Und lauter so ein Spaß. Aber das war jetzt sehr nett. Ich habe, ich glaube, 400 Euro dafür gezahlt. Inzwischen kosten sie 600 oder so. Aber wenn ihr da einen Platz dafür habt und einen Strom dafür habt, vielleicht auch, wenn ihr ein Solar habt, wo ihr da tagsüber die 2 Kilowatt reinstecken könnt für einige Stunden. Der kann so 2 Grad pro Stunde kann er sich aufheizen, so mehr oder weniger. Das heißt, wenn du bei 30 Grad bist, dann musst du so 3 Stunden heizen, dann ist er ganz warm. Ja. Und das ist eigentlich sehr nett. Ich fand das jetzt sehr nett. Ich finde es ein bisschen, ich hätte mir gedacht, der müsste vielleicht noch ein paar Jahre länger halten. Und wenn du jetzt halt das Teil neu kaufst mit dem Deckel, ist dann irgendwie 100 Euro weg. Und wenn du den Pool nochmal kaufst, dann sind noch 250 Euro weg und dann hast du fast das ganze Ding nochmal gekauft. Ja, keine Chance. Ja, ja dann kauf doch das nächste Mal einen Forever-Pool. Ja, genau. Ja, nee, den gibt's ja. Also den gibt's ja. Es gibt ja, also ein großes Fass. So ist es fast, was so groß wie der Pool ist ungefähr, aus Holz. Und da ist dann so ein kleiner Kamin ist da dran. Und dann heizt du halt den AI und ein Abo dabei. Nee, kein nix Abo. Da bin ich auch nicht sehr oldschool interessiert. Das ist halt so die 4000 Euro Option. Ist halt so ein bisschen teurer als die 400 Euro Option. Aber das ist halt hier sehr gang und gäbe, dass man sich die, wenn man Häuslein besitzt oder so, dann in den Garten stellt.
Ich muss auch sagen, unser ist uns jetzt gleiches Spiel letztendlich. Es war so eine Pandemie-Kinder-Bespaßung. Und dafür war es wirklich wert. Aber dann ist das jetzt irgendwie auch drauf. Es war ist super nett, aber es hatte seine Zeit. Und ich höre das aus alle Leute, die diesen Pool haben, das ist halt nach der Zeit, sind die halt durch, diese Plastikdinger. Wie das musst du auch im Winter musst du ein bisschen einlagern und musst sie trocken bekommen und so weiter. Und die Material ist auch schon so ein bisschen der Natur ausgesetzt in Umständen. Ja, Riesenspaß, die Luft aus dem Ding rauszubekommen. Das geht einfach nicht. Ja, es ist echt alles. Und den zu trocken und zu lagern und so weiter, das ist schwierig. Muss man den denn überhaupt heizen? Ich meine, wenn der 30 Grad warm ist, wenn du dich da reinlegst, ist doch total warm. Nee, dann kriegst du auch günstiger. Dann kannst du einfach irgendwie so ein Planschbecken kaufen. Also das ist, der einzige Sinn ist, den zu heizen, damit er und halt Bubble, so, weißt du, Whirlpool-Feeling zu verbreiten. Okay, ist der einzige Spaß daran. Okay. Also ich weiß nicht, ob wir schon drüber gesprochen haben, aber ich glaube ja, das richtige Gerät für dich müsste ja von Welte Vree der Dutch Tub sein. Und weil der Sprichst du von Alex oder von mir? Oder von Timo? Von euch dreien, von uns vieren eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Weil der ist, also der Dutch Tub ist so ein Gerät, wo man sich reinsetzen kann und der blubbert weniger, sieht aber aus wie so eine große Tasse und hat daneben so eine Heizspirale, wo du Feuer reinmachst, aber gleichzeitig auch oben eine Pfanne draufstellen kannst. Also du kannst da drin sitzen und mit dem Feuer, das deinen Pool erhitzt, auch gleichzeitig dir irgendwas Schönes grillen. Das sieht fantastisch aus. Ja, ich denke auch. Der kostet auch nur 6.000 Euro. Ja. Aber Alex, das geht doch mit den finnischen Hipster-Dingern, das geht doch auch, dass du da irgendwas drauf kochen kannst, nebendran. Kannst du dir doch sicher einen Kaffee machen, oder? Violetti draufstellen. Aber so. Die sind gefährlich. Also die mit Feuer und mit Holz, die sind gefährlich. Wenn du den nämlich aus Versehen anmachst, bevor Wasser drin ist, dann schmilzt dir halt das komplette Ding weg. Halt. Das ist echt, da musst du aufpassen. Da stehen immer so große Warnschilder, wenn du hier in Urlaub fährst, dann machst du so Möcki, wie sagt man da, so Landhaus-Style irgendwie und die haben sowas. Das sind immer so ganz große Warnschilder. Erst Wasser reinlassen, heizen. Okay. Ja. Weil sonst viel Qual. Und das ist natürlich auch so, also wenn du wirklich Feuer hast und es brennt, dann kommt das natürlich auch sehr unkontrolliert. Also es ist nicht so wie Elektrik, wo du dann sagst, ah, jetzt mal 2 Grad weniger, sondern da ist halt volle Pulle warm. Und dann kann es dir halt echt passieren, dass du irgendwie so 45 Grad Pull hast, wo du einfach warten musst, bis es wieder kalt ist, weil du nicht reinsteigen kannst. Ja, also das Thermostat, was da drin ist, das hat eine sehr breite Hysterese. Das heißt, wenn du 36 einstellst, kriegst du irgendwas zwischen 35 und 37. Das heißt, die Taktik ist so, den Grad weniger als du willst einstellen und dann reingehen, dann wieder anmachen, damit du so eine Temperatur von Hand irgendwie regeln kannst, weil das ein bisschen, aber war jetzt schon nett. Die Pumpe ist eigentlich in Ordnung, also wenn jemand die Pumpe brauchen kann, die wäre jetzt übrig. Meine Pumpe ist ja genau kaputt. Bei mir geht der Pool noch, ich kann den Pool anbieten. Vielleicht. Ist er kompatibel? Alles der gleiche Hersteller, also bestimmt. Dann nimmst du das Xiaomi-Ding zum Aufpumpen. Ja. Nee, aber du brauchst die Pumpe, weil die Pumpe macht ja letztendlich dann die Hitze und so weiter. Mhm. Ja. Ach so, ja klar. Ja. Okay, ja, also ich kann dir das Ding schicken, es ist halt saugroß und unheimlich. Ja, das ist völlig unwirtschaftlich. Das Ding nach Finnland zu schicken, da kannst du ja wahrscheinlich auch einen Pool neu kaufen. Ja, ja.